Biege nach links ab. Er hat dann noch ein bisschen was vor. Der Lokführer hat durchaus eine gestärkte Blase. 12 Stunden hat nicht mal durch, aber manchmal tut es dann doch gut. Wir haben die Möglichkeit, uns rechts rannehmen zu lassen, wenn wir Zug fahren. Aber dann müssen wir halt in die Büsche, das ist auch nicht mehr angenehm. Und deshalb mache ich das lieber an Bord. Das ist eine große Erleichterung. Und da das meine eigene Lok ist, kann ich hier machen, was ich will. Das hat eigentlich meines Wissens keiner. Hier auf dem Hilfsdiesel will ich mir noch eine kleine Gelegenheit machen, falls es wieder länger dauert. Das ist bei uns häufig der Fall. Und wir mal wieder auf der Bahn hängen bleiben und der erste Zug noch nicht fährt, dass ich mich hier so halbwegs hinlegen kann. Das muss das sein. Das hält mich auch jung, muss ich sagen. Natürlich, die Eisenbahn lebt in mir. Das wird sich auch nicht ändern. Weil ich mir sehr sicher bin, dass das funktioniert. Das ist genau die Marktlücke, mit einer Diesel-Lok dieses Segment zu bedienen, die Spitze auszufahren. Und so gesehen habe ich gar keine Ängste, dass das sich nicht in dem Sinne lohnen könnte, dass ich nicht zumindest die Lok finanzieren kann. Projekt habe ich geschafft, damit bin ich zufrieden. Glücklich ist ein großes Wort, also ich bin sehr zufrieden. Wenn die weiterhin so bleibt und so gut läuft wie es jetzt, werde ich vielleicht sogar noch mal glücklich. Heute ist Kirsten Boye zu Gast auf dem Roten Sofa. Sie hat unzählige Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Neuerdings setzt sich dafür ein, dass es auch Kinder- und Jugendbücher in Siswati gibt. Das ist ja eine afrikanische Sprache. Wie klingt die denn? Ich kann den Titel mal vorlesen. Ja, bitte. Tinsaba Tibantwana Inkwazi. Und im letzten Wort hätte es einen Klicklaut geben müssen. Klicklaut sind ja wahnsinnig schwierig. Schaffe ich. Das ist ja in vielen afrikanischen Sprachen so. Und was bedeutet das, was Sie gerade gesagt haben? Das bedeutet einfach nur Geschichten für Kinder. Geschichten für Kinder. Warum das Engagement von Kirsten Boye nicht nur in Deutschland, sondern auch in Afrika so wichtig ist, darüber werden wir unter anderem in dieser Sendung sprechen. Bleiben Sie dran. Schnell und unkompliziert. Von zu Hause aus. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Ich checke Chancen und Risiken. Damit wirklich reich werden? 4 Folgen How to Get Rich. Jetzt in der ARD Mediathek. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Die deutsche Astrid Lindgren. So wird sie gern genannt und der Vergleich ist nicht unangebracht. Schließlich schafft auch sie es seit Jahrzehnten, Kinder und Jugendliche mit ihren Geschichten zu begeistern. Mehr als 100 Bücher hat sie geschrieben, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Und immer noch gelingt es ihr, sich mit Gespür für Zeitgeist und mit Humor in ihre jungen Leser hineinzuversetzen. Dieses Talent hat ihr nicht nur viele Fans bei Jung und Alt, sondern auch viele Preise beschert. Die Schriftstellerin Kirsten Boye